Du bist nun etwas fortgeschrittener im Seilspringen geworden oder bist schon bereits fortgeschritten und hast es satt, immer nur das Gleiche zu tun? In diesem Video zeige ich dir 10 verschiedene Seilspringtricks, die du anwenden kannst. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen auf Boxing Arts, meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin's wieder, dein Ferhat. Und du bist jetzt weiter mit dem Seilspringen gekommen, also bist jetzt nicht mehr ein richtiger Anfänger, sondern kannst schon etwas Seilspringen, den mit dem wechselnden Schritt zum Beispiel. Und möchtest aber jetzt wissen, weil es dir ein bisschen langweilig im Training erscheint, immer nur das Gleiche zu machen, was kann man noch mit alles mit dem Seil machen? Und genau darum geht es heute. Ich zeige dir 10 verschiedene Varianten, wie du mit dem Seil springen kannst. Und du versuchst das einfach langsam nachzumachen, wie gesagt. Dein Körper muss das Ganze wieder akzeptieren, also der Kopf muss das abspeichern, die Bewegungen, und dann erst kannst du sie sicher abrufen. Und ich würde sagen, ich rede wieder nicht so lange, sondern ich fange gleich an und du machst mir dann nach. Ja, wir sind auch schon wieder am Ende des Videos angelangt und falls es dir gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch dafür. Und wenn du jetzt gerade doch ein Anfänger sein solltest und gerade das Seilspringen neu lernen möchtest oder gerade dabei bist, das neu zu lernen, dann kannst du dir das Seilspringen-Video für die Anfänger hier oben angucken, das verlinke ich dir dann. Wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest über das Boxen und das Boxtraining allgemein, dann abonniere jetzt meinen Kanal und freue dich auf weitere Videos. Bis dahin, ciao.